In wenigen Augenblicken beginnt die große Überfahrt zum Kap der guten Hoffnung. Hier kommt Ihr Kapitän des heutigen Abends, Markus Kap. Hallo, Offenburg. Hey, früher bin ich mit einer Mark zum Kiosk und kam zurück mit drei Heften, 5 Überraschungseiern, 6 Tüten Chips und 2 Flaschen Cola. Und heute überall Überwachungskameras. Somit ist mir der Euro semantisch nicht Schnuppe. Ich gewöhne mich einfach nie an Euro-Klößchen-Suppe. War ich platt, als ich gesehen habe, was da für gruselige Gestalten über dem Bildschirm tapern. Bis ich gemerkt habe, das ist ja live. Das ist ja der Parteitag der CSU. Dann geht sie zu Dieter Bohlen. Denn man sucht Deutschlands Talente. Man ermittelt den Gewinner, weil er im Handstand pupsen kann. Und da kennt keiner wohl auch jemand. Wen? Ob er Klaus Wehn kennt, das weiß ich nicht. Das muss ich schon selbst fragen. Aber den kennt eh keiner. Ach, keiner kennt also wen? Man wird ihm wohl noch sagen dürfen. Man wird ihm wohl noch sagen dürfen. Roller sind Skateboards mit Lenker. Gauner mit Krawatten sind Banker. Darth Vader, der Schrecken des Universums. Ich bin jetzt Atemtherapeut. Probiert's mal. Mit Gebühr. Auf die Worte an, denn jeder weiß, dass man ohne Hirn nicht denken kann. Hamstergroß wirkt der Schopf, man sieht, das Stroh wächst aus dem Kopf. Hinterm Horizont geht's weiter. Schau doch, da geht's ins Höder, der wird ja immer blöder, schock nie heute Nacht. In Angola gibt's Coca-Cola in Plastikkisten für Touristen, weil das Wasser gehört Nestle. Durchquert man diesen riesigen Kontinent bis runter zum Kap der guten Hoffnung. Wollt umweltfreundlich sein und mir das Auto ersparen, und dann hat sich ausgerechnet die Bahn verfahren. Das Internet der Dinge ist da. Ich hab jetzt auch einen Saugroboter, doch leider saugt er nie. Er sagt, er hat einen Attest vom Arzt wegen einer Stauballergie. Ein Warnhinweis auf einem E-Bike. Achtung, dieses Produkt bewegt sich, wenn es benutzt wird. Und liest Twitter, Twitter, vieles ist weise. Nur einer schreibt Scheiße und der ist Präsident. Wisst ihr, wie man einen dicken Vegetarier nennt? Biotonne. Gut. Was ich hab, tu ich weiß, es gelingt nix. Ohne dich mein Thermomix. Eine Studie hat herausgefunden, dass Frauen, die ein bisschen übergewichtig sind, länger leben als Männer, die das erwähnen. Herunter den Raum mit Strahlerfluten. Es gab einen Kurzschluss, dann ging alles geschwind. Dann sagte er nur noch, ich nehm das rote Kabel. Du könntest dir eine Glatze scheren, findet es dann keiner gut. Tragen gut. Diese Bundesregierung ist die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung. Du hast gar keine Freunde. Niemand mag dich. Füge ich ein paar Worte ein und erweitere nun das Spektrum. Glaub an die Liebe, dann bleibt Hoffnung.